Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Mittwoch, der 5. Juli 2023. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Ich habe auf meinem anderen Kanal, der bisher ja 1961 Bumm hieß, ich habe diesen umbenannt und habe gestern Abend dann in einem Video auch mal noch gefragt, was die Leute davon halten. Und die meisten waren eigentlich dann sehr positiv dafür, für einen neuen, seriöseren Namen, der auch mehr den Inhalt transportiert. Also 1961 Bumm heißt jetzt Astrologie und Spiritualität Norbert Gieso. Wurde Zeit, hier mal eine Veränderung vorzunehmen. Vielen Dank an all diejenigen, die sich dann mit Kommentaren und beteiligt haben und die sich Gedanken gemacht haben. Ansonsten ändert sich an dem Kanal aber nichts. Genauso wie an diesem hier wollen wir mal nicht zu viel auf Mal ändern, aber hier neuer Name, auch für diejenigen unter euch, die dann auch mal Videos auf dem anderen Kanal suchen, weil dort gibt es ja auch andere Videos noch zur Astrologie und anderen Themen. Gut, kommen wir dann zum heutigen Tageshoroskop. Heute am Mittwoch beginnen wir vielleicht mit dem Mond als Tagesanzeiger der Energien. Dieser Mond ist nach dem Vollmond abnehmend. Wir sind also jetzt in der abnehmenden Phase, in der es immer darum geht, zum einen das zu verarbeiten, was in der zunehmenden Phase passiert ist, und zum anderen eben auch dann die Erkenntnisse und das Wissen, was wir daraus gelernt haben, auch an andere weiterzugeben. Ganz interessant ist natürlich, weiß nicht, ob ihr euch das schon mal bewusst gemacht habt, dass wenn die Sonne im Krebs steht, jetzt hier im Sommer, ne, die Sonne jetzt hier im 13., 14. Grad des Krebs, dann kann der Mond im Wassermann, wenn der Mond im Wassermann steht, nur abnehmend sein. In den Fischen, Widder, Stier und Zwillinge kann der Mond logischerweise nur abnehmend sein. Nicht? Das geht halt nur sonst, ne, weil ja der Mond auf die Sonne zuläuft. Ne? Zunehmend kann der Mond, wenn die Sonne im Krebs ist, natürlich nur sein hier im Löwen, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze und eben Teil vom Steinbock. Das nur nebenbei. Ja, und der Mond ist jetzt hier heute eben gestern Abend im Zeichen Wassermann gewechselt, ist jetzt im Zeichen Wassermann, wird morgen am Donnerstagabend 19:32 Uhr in die Fische weiter wandern. Wir haben also jetzt heute und einen Großteil des Donnerstags mit Mond im Wassermann. Und der Mond im Wassermann, der steht eben, und da passt auch die Namensänderung natürlich von gestern, der steht für Veränderungen, für Neuerungen, neue Besen kehren gut, heißt es ja so schön. Nach der Steinbockzeit versucht der Mond im Wassermann jetzt so ein bisschen was von dieser Disziplin und den Regeln abzuschütteln, sich frei zu machen. Ich nenne ja Mond-Wassermann gern auch die Till-Eulenspiegel-Konstellation. So ein bisschen was Verrücktes, jenseits der Norm, experimentieren, Dinge ausprobieren, ungewöhnliche Kontakte eingehen. All das geht mit dem Mond im Wassermann, der ja hauptsächlich eben auch für Freiheit steht, für den freien Raum, sich den freien Raum zu erarbeiten, zu ermöglichen, in dem dann etwas Neues stattfinden kann. Und das trifft hier auf die Sonne im Krebs. Da ist schon eine große Unterschiedlichkeit zwischen Sonne und Merkur im Krebs, dieses emotionale, introvertierte, sehr auf die Emotionen gerichtete Zeichen, und der Mond im Wassermann, der am liebsten ja alle Emotionen von sich werfen würde, um frei zu sein, auch davon. Hier ist also eine große Bandbreite jetzt gerade gegeben. Dann läuft Merkur hier auf das Quadrat zu Chiron zu. Das wird ja dann morgen früh, Donnerstag Vormittag um gegen 6:30 Uhr exakt sein. Heute über den Tag, ich habe gestern schon drüber gesprochen, kam ja auch schon der eine oder andere Kommentar dazu. Muss man eben sehr vorsichtig sein mit Merkur, weil Merkur eben über das Quadrat bei Chiron eben auch alten Schmerz auslösen kann. Das heißt, ja, heute können eben durch
Worte sowohl nach außen zu anderen Leuten wie auch nach innen zu uns selbst, also unsere eigenen Gedanken, die können ebenso die eine oder andere schmerzhafte Geschichte auslösen und daher viel mehr bewirken als das Wort an sich oder was an einem anderen Tag wäre. Andererseits natürlich auch eine gute Konstellation, um einmal bestimmten Dingen auf den Grund zu gehen und herauszufinden, warum fühle ich eigentlich so, wie ich fühle, wo kommt eigentlich dieser Schmerz, diese Empfindlichkeit, wo kommt das eigentlich her? Und wenn ich weiß, wo das herkommt, kann ich vielleicht auch was tun, um es abzustellen oder zu reintegrieren oder auch zu heilen. Und Chiron hat ja auch das Schlüsselsymbol. Durchaus ist es auch möglich, heute die eine oder andere Erkenntnis zu machen oder eine Information zu gewinnen, die dann auch einen Schlüssel zur vertieften Erkenntnis für uns darstellen kann. Ja, und Mars, ich sprach auch gestern darüber, Mars geht ja daran, den Löwen in Richtung Jungfrau zu verlassen. Das passiert erst am kommenden Montag, dass der Mars in die Jungfrau wechselt, aber vorher macht er als Aspekte zu Neptun und Pluto. Und morgen am Donnerstag Nachmittag ist das Quinkungs, also 150 Grad Aspekt zwischen Mars im Löwen und Neptun in den Fischen exakt. Das bedeutet, Mars, der ja auf der einen Seite in der aktiven Form Tatkraft ist, die könnte durch Neptun geschwächt werden, weil Mars Energie ist ja nach außen gerichtet und Neptuns Energie ist mehr nach innen gerichtet. Die Tatkraft kann aber auch inspiriert werden, wenn wir ins Vertrauen gehen, Neptun, wenn wir loslassen, wenn wir nicht unser Ego durchsetzen wollen, sondern wenn wir sozusagen uns auch den Kräften vertrauen, die um uns herum sind, oder uns eben durch Meditation, Spiritualität, Ähnliches inspirieren lassen. Mars in seiner negativen Form als Triebkraft ist mit Mars Neptun vielleicht wenig Energie, die dann vielleicht versucht wird, über Drogen oder künstliche Stoffe aufzupeppen, würde ich hier da nicht unbedingt empfehlen, da so stark danach zu greifen dann morgen. Aber ein guter Tag für Kunst, Musik und Spiritualität, das kann man auf jeden Fall sagen. Soweit die Aspekte heute am Mittwoch, morgen am Donnerstag gibt es ein weiteres Tageshoroskop. Ich wünsche uns allen heute einen schönen Mittwoch und wenn ihr Lust habt, guckt doch mal auf ehemals 1961, bumm, jetzt Astrologie und Spiritualität, Norbert Gieso vorbei. Bis dahin, alles Liebe und tschüss.